So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Paladins. Ich werde mich heute auch mal wieder um ein Dex kümmern, weil ja, es fehlt sehr häufig, fehlt ein Tank und deswegen darum kümmern. Ich weiß gar nicht. Okay, man hört's. Fireball, ich würde eher mal, weil ich das ja als Tank spiele, würde ich jetzt erstmal so auf Tank-Kram gehen. Movement Speed, weil you Shield. Ja, sich zu langsam zu bewegen ist doof. Every 1000 Damage, your Shield takes. Down. Charge. Chargen würde ich jetzt nicht so viel. Shield is active and you are below 50 health. Ja. Hä? While shield is active and you are below 50 health, you heal 100 health each second until you reach. Ja, selbst heilen. Ja, praktisch. Is health of shield. Ah ja, sehr gut. Ja, 500 health ist doch mal was, würde ich sagen. Eliminations reduce. Elimination sicher nicht. Road control and slow reduction. Ammo brauche ich auch nicht. Increase base max. Das brauche ich auch. Zwei Slots brauche ich aber nicht. Fireball schieße ich abends. Chargen tue ich gar nicht. Charges. Ammo. Naja. Cooldown ist auch nett. Hit any time, increase your movement speed. Uses healing. Ja, das ist ja eher schon was. Noch irgendwas. A charge. Okay, nehmen wir noch movement speed. Shield health. Mit Movement Speed. Will ich mich wirklich schneller bewegen? Solange ich so schnell wie der Karren laufen kann, ist doch alles in Ordnung. Full Tank. Safe. So, wen können wir noch als spielen? Niemanden, der in der Rotation ist, sondern so spielen würden. Wir würden die Tyra wahrscheinlich ab und zu mal spielen als DD. Die hatte auch ein paar lustige Sachen, wenn ich mich nicht irre. Hunter's Mark würde ich jetzt nicht so häufig benutzen, sondern die Brandgranate ist ganz praktisch, um sie auf den Hauptpunkt zu schmeißen. 4 Sekunden, wenn aktiviert. Firebomb. Firebomb reduce healing. Game nice. Self Damage. Die Cooldown. Okay, dann mache ich erstmal ein Deck für das auf Feuerbombe geht. Movement Speed. Brauche ich wirklich Movement Speed? Bin ich so langsam? Wenn ich Feuerbombe schmeiß. 8%. Also Healing ist auf jeden Fall. Ich würde nicht in der Nähe stehen, sondern ich bin ja Fernkämpfer. Also ich würde versuchen, das nicht auf mich selbst zu schmeißen. Cooldown ist auch nice. All Active Downs. Ich gehe nicht auf. Nate Launcher. Feuerbombe und Nate zusammen. Wäre auch schön. Nate Launcher, Active Nate Launcher. Production. Active Nate Launcher, Friends, Corpus, Damage Reduction. Das verstehe ich nicht so ganz. Ach, Activating. Kann ich mehr schießen, ja.
Meals. Okay, das ist nett. Ja, da gehe ich lieber. Keine Ahnung, soll ich? Feuerbomben schmeißen und Nade Launcher machen? Ja, haben wir halt das. Introduction, da nehme ich weniger Schaden. Habe ich noch frei. Ja. Quasi, ja, klaut man sich was. Jetzt habe ich noch frei. Glaube ich. Ah, diese eine Tusse da, die immer rumrennt. Ganz schön nervig. Release Healing. Schon nett. Cooldown ist eigentlich so ein 5 Dingens. Das heißt, ich kann Feuerbombe und die Nade kann ich extrem häufig spielen. Das ist... Screenshot gemacht. Das ist rein... Da gehe ich nicht auf Muni, sondern ich gehe auf... Also... Ja... Oh, lassen wir mal so. Und jetzt machen wir uns noch eins, das rein auf Ammo geht. Da geht es doch immer wieder so. Activate the Nade Launcher, jump Ammo. Increase Ammo Count, damit wir halt richtig die ganze Zeit einfach nur so durchballern können. Speed. War noch irgendwas, was Ammo gibt? Cooldown von. Mal auf Agilität gehen. Mal gehen wir mal auf Agilität und Damage Reduktion. Auch selbst heilen oder sagen wir lieber noch ein bisschen. Ah, das ist also, das ist eigentlich immer. So, increase Ammo Count, Nature und Light Launcher. Das heißt, immer wenn wir eine Nature schießen, gibt es sowas. Dann haben wir noch zwei frei. Gibt es 70%. Das heißt, ich werde kaum langsamer. Leben ist ganz nett. Heals die. Right. Ja, wie nennen wir das? Ballern. Hört sich gut an. So. War noch irgendwas, was die Olle da? Die ist ja auch brutal, aber wirklich gut spielen kann ich sie nicht. Tipp habe ich, glaube ich, schon alles mit. Ja. Dann würde ich sagen, spielen wir mal eine Runde. Ganz normal Siege. Wir haben Samstagabend. Das müsste eigentlich gut laufen. Theoretisch. Deswegen erwarte ich jetzt einfach... Mein Encoder ist schon wieder überladen. Echt seltsam. Ich hoffe, es ruckelt nicht so sehr für euch. Er ist auch regelmäßig überladen. Gucken wir mal, was. Gucken wir mal, wie es. Okay, hat keiner gefunden. Join. Das müsste eigentlich gleich wieder weitergehen. Jo. Muss ich eigentlich jetzt nicht mehr so Karten kaufen wie vorher?
Ich glaube nicht. Ja, es sieht so aus, als ob man sich die nicht mehr kaufen könnte, müsste. Ich werde aber mal hier unterbrechen.